Leute, heute geht's nochmal um das Crossover-Event mit Final Fantasy Rebirth, was Ende Februar rauskommt. Vorab, ich werde und Asche auf mein Haupt, weil ich ein absoluter Final Fantasy-Fan bin. Ich habe das erste Remake bis heute nie durchgespielt. Ich werde mir definitiv vornehmen, bevor der zweite Ableger rauskommt, werde ich den ersten Teil im Livestream mal durchspielen, weil unbedingt den zweiten Teil, den möchte ich auch zocken, den werde ich dann auch live auf Twitch und YouTube durchzocken. Ich möchte heute mal drüber reden, was es mit diesem Event auf sich hat, und ich möchte euch die Charaktere mal vorstellen, denn es wird sechs Skins an der Zahl geben, die mit Final Fantasy zu tun haben. Drei davon kennen wir schon, da wissen wir die Charaktere, welche Apex Legends Legende welchen Charakter übernimmt vom Skin her, und welche drei, die anderen drei Skins, welche Legenden das sind, das steht schon fest. Und meine Vermutung, welcher Charakter aus Final Fantasy 7 dahinter steht und was ich vermute. Denn ihr habt die Attacke von Krypto gesehen mit dem Buster Sword, so heißt das Schwert. Und ich möchte euch gleich mal die finalen Attacken von Final Fantasy zeigen. Und ich glaube nämlich fest daran, dass das so eine Art Limited-Time-Modus ist, wo wir quasi ein Limit-Break, eine finale Attacke eines Final Fantasy-Charakters als Finisher wohl benutzen werden. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil wie willst du sonst im Game diese Attacke ausführen? Ich zeige euch zum Beispiel mal, Krypto hat nämlich die Hauptfigur, Cloud Strife übernimmt der. Und hier steht nämlich als Überschrift auf der EA-Seite im Text, relativ zum Schluss: Limits sind da, um überschritten zu werden. Und Limits sind nun mal die finalen Attacken aus Final Fantasy. Ich habe jetzt ein paar aus dem Remake für euch vorbereitet, damit ihr euch grob vorstellen könnt, wie das aussieht. Für alle Charaktere habe ich sie nicht, weil nicht alle Charaktere aus dem Final Fantasy VII-Universum schon im ersten Remake einsehbar waren, und auch nicht alle Limit-Attacken machen so richtig Sinn. Gerade Horizon und die Figur Aeris, die sie übernimmt, macht nicht ganz Sinn. Warum? Das möchte ich euch gleich zeigen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Limit-Attacken. Das ist nämlich die Attacke, meiner Meinung nach, die wir von Krypto sehen. Nur dass der Schlag von oben nach unten fehlt. Es gibt noch ein paar andere Limit-Attacken. Ich glaube, es waren pro Charakter 2, 4, 6, 7. Außer Vincent. Vincent Valentine, das ist nämlich Wraith. Kurioserweise, Vincent ist eigentlich eine männliche Figur und ist so eine Art Vampir. Wraith übernimmt diesen, passt aber auch perfekt. Das ist Barret, einer der Hauptfiguren. Barret wird wahrscheinlich den Skin von Newcastle kriegen. Das ist zum Beispiel meine Vermutung. Das ist Tifa Lockhart. Tifa, da steht auch nicht ganz fest, ob die überhaupt skinmäßig mit ins Spiel kommt. Aber einer der wichtigsten Figuren im Spiel mitunter überhaupt. Und deswegen hoffe ich, und das ist Aeris, das ist der Skin quasi für Horizon. Und ich hoffe, dass Tifa zum Beispiel und Aeris, Moment, ich mache jetzt mir mal ganz kurz bei dem Trailer Pause, ansonsten rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Das Problem bei Aeris, sie hat keine angreifenden Limit Breaks, sondern nur Supporter Limit Breaks. Deswegen kann es sein, dass ich mich irre und dass diese Limits keine Finisher sind oder es wird sich irgendwas Neues ausgedacht. Wie gesagt, Tifa, Lockhart. Ich gehe jetzt einfach mal die Bilder durch. Ich stelle euch die Charaktere einfach mal vor. Das ist wie gesagt Cloud Strife, die Hauptfigur, in der es in Final Fantasy VII geht. So sah der im Original aus, im Spiel aus dem, ich sag mal, Spieleberater oder so. Ich zeige euch jetzt besser nicht die PlayStation 1-Grafik, die ist nämlich grottig schlecht. Aber wie gesagt, das ist einer der geilsten Rollenspiele aller Zeiten mit einer extrem genialen Story. Wie gesagt, Krypto übernimmt diesen Charakter. Und hat halt diese Schwertfuchtelei. Es könnte sein, dass es die Finisher sind. Dann haben wir hier Barret. Newcastle bekommt einen Skin und es kann eigentlich nur Sinn machen, dass Newcastle und Barret quasi eins werden. Der sah im Original übrigens so aus. Also grob, das ist nur eine Karikatur. Also das ist nicht die Originalgrafik aus der PS1. Wie gesagt, ansonsten ist das hier die reinste Pixellandschaft. Hier haben wir zum Beispiel Aeris. Moment, ich kann ja nochmal diesen Screenshot einblenden. Und hier sehen wir, das funktioniert mal wieder super. Ihr seht deutlich eine Ähnlichkeit, warum es unbedingt Horizon sein muss, weil Horizon hat irgendwie nicht gerade das schönste Gesicht im Vergleich zu Aeris. Aber ihr seht, dass die Optik passt.
Hier haben wir nochmal Cloud. Moment, hier kann ich ja nochmal zurück machen. Man sieht auf jeden Fall eine Ähnlichkeit. Ja, hier die Schrauben auf der Schulter und so weiter. Das passt. Und wir machen mal noch schnell Wraith. Wie gesagt, das ist Vincent. Wo habe ich Vincent? Vincent, das ist Yuffie oder Jaffi, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Das weiß ich bis heute nicht. Das ist Vincent. Und Jaffi, das sind zwei, ich sag mal, in dem Original sind das zwei Charaktere, die optional freischaltbar sind, die man aber nicht freischalten muss für die Story. Und nur Jaffi war im ersten Remake-Ableger als DLC freischaltbar, was für die Story keinen Sinn macht, weil man die eigentlich erst nach dem ersten Remake-Part kriegen können sollte. Warum, weshalb, das erkläre ich euch jetzt besser nicht. Das würde dir den Rahmen sprengen. Und Vincent bekommt man wahrscheinlich im zweiten Teil schon zu sehen, aber wohl nicht als spielbaren Charakter. Hier sieht man auch die Ähnlichkeit zu Wraith auf jeden Fall. Dann haben wir, ach so, übrigens, Jaffi oder Yuffie, je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt, vermute ich, könnte Valkyrie bekommen oder eben Valkyrie könnte auch Tifa Lockhart bekommen. Wo hatte ich sie gehabt? Die kommt etwas später, nämlich hier. Das ist das Original. So sieht Tifa im Spiel aus. Sieht richtig genial aus. Also wenn die fehlt, dann weiß ich nicht, dann fress ich einen Besen. Dann haben wir noch Red 13 im Original oder richtiger Name Nanaki. Und Kate Sith, eine ziemlich kuriose Figur. Da ist der Charakter dahinter nicht dieses weiße Maskottchen, sondern diese Katze oben auf Kopf. Ich könnte mir beide Charaktere zu Watson vorstellen, dass das so eine Art Anime nachempfundener Skin ist, der so ein bisschen angehaucht, entweder diese Katze oder eben den Wolf oder wie man es nennen möchte, darstellen könnte. Dann haben wir zum Schluss noch Sid. Der könnte auch als Skin mit dabei sein, im Original so, ein bisschen klein, nicht die schönste Qualität. Leider sollte im zweiten Ableger dann auch schon zu sehen sein oder zu spielen sein. Und das ist so meine Vermutung. Also Horizon hat Aeris, Wraith hat Vincent Valentine, Crypto hat Cloud Strife, Newcastle hat Barrett, Valkyrie, Yuffie oder Jaffi oder Tifa. Eine von beiden schätze ich, das ist nur meine Vermutung. Und Watson sind drei optional. Ich glaube aber eher, dass Valkyrie und Jaffi eher so zusammenpassen, weil Valkyrie hat so einen ähnlichen Skin, der so ein bisschen wie sie aussieht, schon vor ein paar Jahren bekommen. Deswegen könnte es sein, dass ich da sehr, sehr nahe liege. Aber die letzten drei Charaktere bzw. Legenden, das ist nur eine Vermutung, welche Final Fantasy-Charaktere die übernehmen könnten. Wie gesagt, am 9. Januar ist es soweit. Was dann final passiert, ich kann mir nur erklären, dass das was mit einem Finisher zu tun hat. Aktuell weiß keiner so richtig, ob das ein Collection-Event ist. Anfänglich haben sich viele große YouTuber, ich sage mal, da weit aus dem Fenster gelehnt, weil sie sich wahrscheinlich mit Final Fantasy 0 auskennen und haben gesagt, das ist das neue Remake vom Krypto-Heirloom, was aber absolut keinen Sinn macht, weil es ein Crossover ist. Manche haben vermutet, dass dieses Erbstück, dieses Schwert, jeder benutzen kann. Macht ebenfalls keinen Sinn, weil der Hauptcharakter nur das Schwert benutzen kann. Deswegen gehe ich davon aus, dass jeder Charakter irgendeinen einzigartigen Finisher machen kann in einem LTM. Es wird wahrscheinlich kein Collection-Event sein, das weiß man nämlich nicht so genau. Weil ansonsten, wenn es ein LTM, wenn es ein Collection-Event wäre, wäre es tatsächlich ein Erbstück. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Auch wenn es für Krypto absolut genial sein wird. Und übrigens, dieser Trailer, der hat, ich würde sagen, fast zu Apex Legends Verhältnissen Rekorde an Klickzahlen gebrochen, was bedeutet, dass viele Final Fantasy Fans, die mit Apex nichts zu tun haben, diesen Trailer gesehen haben, den hoffentlich feiern und es eventuell neue Spieler zu diesem Event zu Apex Legends bringen könnte. Aber wenn man ein reiner Rollenspiel-Liebhaber ist, der lieber für sich im kleinen Kämmerchen ohne irgendwelchen Online-Zwang vor seiner PlayStation oder vor seinem Rechner sitzt, wird man diesen nicht mit einem Battle Royale überzeugen können, weil das einfach zwei verschiedene Welten sind. Ein Battle Royale-Shooter und ein Rollenspiel, wo du eine extrem heftige, geniale Story hast. Ich kann es jedem empfehlen, jeder, der sich nicht daran stört, den absoluten Pixel-Fasching zu erleben. Der sollte sich
Auf der PlayStation kann man im Store für, glaube ich, 10 € oder so, kann man sich das Original PlayStation 1 Spiel runterladen. Die Grafik ist nicht die schönste, die Story ist aber unwahrscheinlich genial, lohnt sich zu zocken. Und wie gesagt, ich werde nächstes Jahr dann endlich mal den ersten Remake-Ableger streamen. Es ist eigentlich Pflicht, weil ich viele Jahre auf dieses Remake gewartet habe. Und dann im Februar kann ich dann gleich durchziehen, den zweiten Ableger zocken. Denn Season 20 Apex Legends startet Anfang Februar. Der größte Hype sollte nach 2, 3 Wochen vorbei sein. Dann kommt der Ableger, das zweite Remake. Oder der zweite Remake-Ableger. Und dann habe ich erstmal eine Menge Zeit damit. Wer sich mit Final Fantasy VII genauso gut hoffentlich auskennt wie ich, kann gerne mal in die Kommentare schreiben, was er denkt, welcher Charakter wohin passt. Bin ich auf jeden Fall drauf gespannt und ich freue mich extrem auf dieses Event und wir können davon ausgehen, dass es definitiv in Zukunft, weil Apex Legends, Respawn, EA, die müssen nachlegen, die Konkurrenz ist groß und viele haben keinen Bock mehr auf Apex, leider Gottes. Ich kann es aber nur mal verstehen, weil es ist eine katastrophale Geschichte. Server sind Schrott, Matchmaking ist Schrott. Du findest gestern, ich habe im Livestream, sorry, dass ich jetzt hier noch ein bisschen ausschmücke, ich habe gestern ein bisschen gestreamt. Teilweise wartest du 4, 5 Minuten, bis du ein Match findest und das kann es einfach nicht sein. Aktuell immer noch Telekom mit Packet Loss, 8 von 10 Runden, das ist eine Katastrophe. Da muss was passieren und ich kann absolut verstehen, warum so viele dieses Spiel verlassen, weil sie keinen Bock mehr haben. Und Respawn EA, die müssen nachlegen, unbedingt. Ansonsten sehe ich ganz, ganz schwere Zeiten auf Apex Legends zukommen. Ich habe übrigens vor ein paar Tagen auf meiner Community-Page eine Abstimmung gemacht. Mach da gerne bitte mal noch mit, weil ich dort schreibe, kann es sein, dass Apex Legends Verfallsdatum näher ist, als wir alle denken. Und da gibt es eine kleine Abstimmung. Da werde ich wahrscheinlich noch ein Video draus machen. Da sind nämlich schon sehr interessante Statistiken entstanden, wo es sich lohnt, mal drüber zu sprechen. Wenn es so weitergeht mit Apex Legends, dann dauert es nicht mehr lange, bis fast alle weg sind. Das ist leider Gottes so. Und da nehme ich mich, glaube ich, nicht raus, wenn das so weitergeht. Es muss was passieren. Ich bin jetzt raus. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video rein. Ciao.